Diesmal geht's um Wichtigeres als Schränke und Kisten. Es geht um wahre Liebe. Ziel. Okay, ziehen wir ihn doch erstmal ab. Ching, ching. So, ich habe es in Korinnes nicht mehr ausgehalten. Seitdem keine Schiffe mehr kommen, kann man nur noch den ganzen Tag herumsitzen und darauf hoffen, einen Teller von Emmas dünner Fischsuppe zu ergattern. Und du bist also hier, um Lucia zu finden, nicht wahr? Da hast du völlig recht. Unsere Liebe ist unsterblich und ich gebe unseren Plan nicht auf, zu zweit eine kleine Farm in den Bergen zu betreiben. Fernweg von Orks, Paladin und dem ganzen Krieg. Lucia hatte doch keinen Bock mehr auf ihn oder sowas. Oder sie wollte um seinetwillen die Beziehung beenden oder sowas. Genau, hier ist es doch direkt. Hat sie dir nicht einen Abschiedsbrief geschrieben? Ach, sie wurde wahrscheinlich von den Banditen dazu gezwungen, ihn zu schreiben. Oder der Kerl, der mir den Brief gebracht hat, hat etwas damit zu tun. Ich meine, der war der totale Psycho. Er hat mich zwar befreit, aber was er mit den Banditen angestellt hat, war schlimm. Anstelle sie bewusstlos zu schlagen und dann zu Lord Andre zu schleppen, hat er sie abgeschlachtet, wie ein Haufen Scavenger. Ich sage dir, der ist nicht richtig im Kopf. Ja, demnächst ist er dein König und ich finde das übelst geil, dass dieser Typ da mit Unterarmmuskeln wie, keine Ahnung was, wie jemand, der sich mit beiden Händen 80 Mal am Tag einen runterholt und einen gut kantigen Gesicht und dann so eine Stimme, wo ich mich echt frage, ob es jetzt Männlein oder Weiblein ist. So, ich meine, ich habe jetzt nicht gerade die tiefste, voluminöseste Stimme, aber ich finde das jetzt gerade ziemlich lustig, glaub mal. Aber zu Lucia kommst du immer noch nicht. Ich weiß, und das treibt mich in den Wahnsinn. Sie ist direkt hinter diesen Felsen und wartet sicherlich sehnsüchtig auf mich. Ich hatte nie etwas gegen die Wassermagier, aber inzwischen steigt ein gehöriger Hass auf die Feiglinge in mir auf. Renn, du musst mir helfen. Wie soll ich dir helfen? Ich kann hier nicht weg, aber du scheinst dich ziemlich frei bewegen zu können. Hier ist ein Brief, den ich an Lucia geschrieben habe. Du musst einen Weg finden, ihn zu den Banditen zu bringen. Sie wird dann hoffentlich irgendwie von ihrer Seite aus zu uns durchdringen. Bitte, Ren, das ist wirklich wichtig. Ich werde meine Arbeiten so lange verzögern, bis sie in meinen Armen liegt, damit wir nicht vor in See stechen. Falls du einen Weg kennst, mit dem Lucia problemlos zu uns gelangen kann, füge ihr bitte den Brief bei. Was machst du hier auf dem Schiff? Gavel und seine Leute sind eher für die groben Arbeiten gut. Ich übernehme daher die Aufgaben, die ein wenig mehr Fingerspitzengefühl benötigen. Momentan baue ich ein neues Steuerrad für das Schiff. Sorry, ich kann die Stimme nicht mehr ertragen. Das ist vielleicht eine Heidenarbeit. Hoffentlich bin ich bald damit fertig. So schwierig kann es für dich als Tischler doch nicht sein. Ich bin zwar Tischler, aber kein Wagner. Ich könnte dir problemlos, aber vom Herstellen von Rädern habe ich... Ich habe hier schon mehrere Steuerräder an den Wänden gesehen. Ach, das ist doch, während eines Unwetters zerren ungeheure Kräfte an diesem Rad. Da wäre eine ein richtiges Steuer... Schöne Grüße an den Typen, der es gesprochen hat. Ist doch jeder... Ihr wisst schon. Wie bist du nun zu den Piraten gelangt? Skip hat mich zusammen mit Gavel und seinen Leuten... Solche Überfahrten hat er scheinbar früher schon häufiger verliebt. Und warum? Die Piraten haben halt dieses Schiff erbeutet. Aber keiner von ihnen hat wirklich Ahnung vom Schiffsbau oder Tischlerarbeit. Daher haben sie in Korinnes nach wegen Leuten gesucht. Wieso hast du bei Greg angeheuert? Gavel hat darauf als Teil von Gregs Crew sind wir davor geschützt, dass er uns... Ich bin davon wenig begeistert. Aber... Okay, da frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, wie der Lutscher überhaupt die Aufnahmeprüfung bestanden hat. Ich meine, wir haben unzählige Monster besiegt, sind in Orkgruften eingedrungen, haben untote Schamanen besiegt, wenn ich mich recht erinnere, und wow, ja, der Typ kommt hier mal eben an und wird mal eben die Crew aufgenommen. Ich glaube, ich höre da schon die sprechende Fleischschwanze, auch wenn sie im Moment noch nicht spricht. Ja, das, was er gesagt hat, das gibt mir doch echt zu denken. Ich glaube, ich war, was das Erkunden angeht, wirklich nicht
ja, eifrig genug, weil anscheinend scheint es ja einen Weg zu den Banditen zu geben, sonst hätten wir die Quest nicht bekommen. Oder es ist so eine Quest nach dem Motto, ey, ich muss nur rausfinden, dass es nicht geht. Polly, wie geil. Ich könnte Polly jetzt natürlich umbringen. Ich meine, Wanzenfleisch, das ist ja schon immer mehr als köstlich gewesen. Dim, 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 dim. Okay. Ich weiß nicht, wie ich was uns das sagen wollte. Sollte. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, auf zu Polly. Will Polly einen Keks? Will Polly einen Keks? Polly will tot. Polly will tot schmecken. Polly will Kopf des Todes als Haus. Liebes Tierchen, braves Tierchen, ich gehe dann mal weg. Warte mal. Psycho-Fleischschwanze. Hat sich für mich so angehört, als wollte sie einen Totenschädel als Haus. Nee. Ich wollte jetzt ganz ordentlich die Tür hinter mir zumachen, aber hat wohl nicht geklappt. Auf jeden Fall, ja, cooles Easter Egg hier. Obwohl, ja, es ist kein wirkliches Easter Egg, aber ihr, das ist, ich meine, coole Aktion. Also, man merkt richtig, auch mit dem Klabautermann und jetzt die Geschichte mit Polly, wie viel Liebe zum Detail und zum Piratensetting allgemein hier reingesteckt wurde. Wirklich aus dem klischeehaften Papagei, den die Leute her nicht wirklich erstellen konnten, jetzt mit Gothic 2. Einfach vom Spiel her haben die einfach da mal eben so eine blutrünstige, sprechende Fleischschwanze daraus gemacht. Das ist natürlich sehr sympathisch. Das glaubt ihr doch. Ah, die Beine hatten wir schon. Also das ist eine feine Geschichte. So erkunden wir das Schiff wirklich bis zum hintersten Winkel. Ah, es wäre natürlich... Als wenn ich das... Nein. Nein, nein, nein. Hm. Aber hier, also wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt hier an der Mod beteiligt wäre, hätte ich hier irgendwie eine Möglichkeit eingebaut, hier hochzukommen. Hier, ich werde sterben, glaub mal, hier hochzulaufen und hier oben hätte ich dann so was richtig Krasses versteckt. Okay, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber der Grundgedanke war da. Okay. Ich habe gehört, wir müssen zurückschwimmen. Es gibt da sehr deutlich. Dann würde ich sagen, tun wir das mal. Wir haben einiges an Aufträgen bekommen. Allerdings, wo waren denn jetzt diese Holzsuche, die wir antreiben sollen? Etwa die Lütte, die da die ganze Zeit... Ah, Francis. Francis, Nate und Owen, ja. Das sind die Faulpelze, die da im... Ich habe da meine eigene. Lager oftmals am Segen sind, ja, und in welche Richtung müssen wir jetzt runterspringen? Ich habe keine Lust, jetzt allzu weit zu schwimmen. Der war noch sturzbetrunken. Ja, sturzbetrunken. Ich habe so einiges Monty gehört. Monty, Gabel, okay. Das kann ja nicht ewig so leicht werden. Ich würde sagen, rechts, links. Ich würde sagen, als ob wir jetzt hier nicht drüber klettern können in irgendeiner Art und Weise. Okay, mit einem eleganten Bauchplatscher geht's auf ins Wasser und hoffentlich zurück zur Insel. Wie tief geht's denn hier runter? Extrem cool, wie sie das gemacht haben. Was war es nochmal? Ich glaube, ein goldener Kompass oder so. Einfach so mal im Wasser versteckt. Wäre natürlich sehr cool, wenn jetzt da unten irgendwas wäre, aber da habe ich jetzt wirklich nicht die Muße nachzusuchen. Ich bin natürlich auf der falschen Seite ins Wasser gesprungen.
Sei es drum. Gib mir die Möglichkeit, noch ein bisschen zu tauchen. Ich war auch schon ewig nicht mehr schwimmen. Fällt mir gerade mal dabei ein. Okay, ist nicht... Doch, boah, wie lange das jetzt schon alles wieder her ist. Die Zeit vergeht echt wie im Flur ab einem bestimmten Alter, glaubt man. Das höre ich zum ersten Mal. Was, bin ich jetzt wieder falsch? Ich glaube, ich bin nicht hartnäckig genug geschwommen. Weil im Moment sieht es mir so aus, als könnte ich jetzt schon wieder die Seite wechseln. Das ist natürlich sehr cool, wenn die... warte mal. Seps. Sichtweite. Okay, ja. Sieht ein bisschen spastisch aus, aber musste mal jetzt echt sein. Ich war also jetzt doch auf der richtigen Seite. Ich schalte mal wieder zurück. Sieht doch nicht ordentlich aus. Ist natürlich jetzt nicht so das Grafikkuchenspiel mittlerweile. Gothic 2 und so. Ich las bei Release schon nicht, aber trotzdem. Jetzt ist doch ganz manierlich. Hier ist dieser... Ja, dieses Riff dort unten. Haben wir den Kompass gefunden. Hier oben waren die Lurker, die Skip auf der Überfahrt angegriffen hatten. Und sie sind wieder da, beziehungsweise sie wurden ersetzt. Wir ignorieren sie kurzerhand. Ich meine, muss doch jetzt echt nicht sein. Ja, querke uns ruhig an. Machen wir jetzt erstmal Francis, Owen und wer war es noch? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Prohibition. Nate 57 wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, die Kollegen sind uns nicht fleißig genug. Genau das habe ich auch gesagt. Owen, hier. Patrick braucht mehr Holz. Ja, tut mir leid, ich bin momentan nicht so richtig bei der Sache. Vor einigen Tagen habe ich ein altes Pergament gefunden, auf dem die Geschichte einer wertvollen Schatulle beschrieben wird. Vor vielen Jahren ist es einem tollkühnen Piraten gelungen, in die Gemächer von König Robert dem Ersten einzudringen und eine wertvolle Schmuckschatulle der Königin zu kriegen. Leider wurde er bei seinem Flug entdeckt und schwer verwundet. Er starb. Als er hier in Jagdkinder ankam, wurde die Versammlung mit seiner Beute begraben. Am Ende des Textes war ein Rätsel, das angibt, wo der Schatz verborgen ist. Leider konnte ich es nicht knacken. Und gestern hat mir irgendjemand das Pergament gestohlen. Also, während ich hier Holz kriege, erinnert mich der Holz dabei, meine Schatz zu heben. Kein Wunder, dass ich nicht bei der Sache bin. Vielleicht kann ich helfen. Kennst du das Rätsel noch? Ob ich dir trauen kann? Andererseits habe ich wohl kaum eine Wahl, oder? Wir machen das so. Du hebst den Schatz und bringst dir die Schatulle. Die anderen Schätze kannst du behalten. Einverstanden. Nun gut. Das Rätsel lautet, auf den Stein am Eingang stellen, 15 Schritte Richtung Sarg, 10 Schritte Richtung Schädel auf Stäbe.